Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute zu einem Avel-Unpacking. Ich habe dieses Paket quasi kostenlos bekommen. Ich durfte dieses Paket mir ja aussuchen, habe wirklich Schätzchen gefunden. Und weil ich mir ja erst ab nächstem Jahr vorgenommen habe, nicht mehr so viele Bücher zu kaufen, ist das jetzt gerade noch so okay. Denn es sind wirklich schöne Schätzchen dabei und ich wünsche dir viel Spaß mit meinem Video. Ich habe mir Mises Kammer 2 von David Zaphir bestellt. Falls du schon mehr Videos von mir gesehen hast, weißt du, dass ich den ersten Teil liebe. Ich habe mich totgelacht. Und hier geht es um Daisy und Mark, die bei einem Autounfall sterben und als Ameisen wiedergeboren werden. Und ich bin mir sicher, dass es genauso lustig ist wie der erste Teil. Ich habe es nur irgendwie, ja, bisher noch nicht gekauft. Bei diesem Angebot konnte ich aber nicht widerstehen. Hier oben ist so ein Mängelexemplar. Aufdruck, den du nicht sehen kannst. Ich aber schon. Die Preise blende ich wie immer ein. Und das sieht absolut in Ordnung aus. Das Einzige, was mängelmäßig ist, ist, dass hier so Rillen sind. Aber damit kann ich leben. Dann habe ich mir den Märchenerzähler von Antonia Michaelis bestellt. Den habe ich ja eigentlich schon. Ich habe ihn allerdings verliehen und ich weiß nicht mehr an wen. Ich habe auch schon alle Freunde, denen ich eigentlich was ausleihe, gefragt. Und ich kriege es nicht wieder und das konnte ich überhaupt nicht ertragen. Und deswegen musste ich es mir nochmal kaufen. Sollte ich irgendwann mein eigenes Buch wieder zurückkriegen, dann kann ich das ja immer noch verschenken, aber das muss hier sein. Ich wollte es nämlich unbedingt bald nochmal lesen und deswegen habe ich mir das ausgesucht. Mir werden ja ziemlich viele Bücher auch von allen Zuschauern vorgeschlagen und wenn ich sage, ich gucke mir das an oder ich setze das auf die Wunschliste, dann mache ich das tatsächlich auch und deswegen war ich froh, dass es diese drei Schätzchen bei Avel gab. Das ist nämlich einmal Feuerschwester von Emiko Jean und da geht es um Zwillingsschwestern und die eine ist in einer psychiatrischen Anstalt, weil ihr Freund bei einem Feuer ums Leben gekommen ist und sie das irgendwie verarbeiten muss und sie hat das Gefühl, dass ihre Zwillingsschwester etwas mit diesem Feuer zu tun hat, denn die Zwillingsschwester ist total psychisch gestört. Soll sehr, sehr gut sein und ich bin gespannt darauf. Hier ist auch wieder so ein kleiner Mängelexemplarstempel. Ansonsten ist das Buch in einem absolut Top-Zustand. Dann wurde mir auch öfter Die Erbin von Simona Arnstedt empfohlen. Da geht es um die Erbin einer großen schwedischen Familiendynastie und einen Emporkömmling aus der Arbeiterschicht. Ich habe das selbstverständlich nicht gerade abgelesen und eigentlich sollten die beiden sich niemals lieben, aber es kommt dann doch alles als, anders, als sie denken. Oh Mann, ey. Soll mega, mega gut sein. Und ja, hat hier auch einen Stempel. Nicht stempeln. Blöd gelaufen, würde ich sagen. Top-Zustand. Hier sind so minimale Rillen, aber ansonsten nichts. Hier nichts, gar nichts. Ist auch echt ein schönes Cover, muss man ja sagen. Ne? Und zu guter Letzt noch Red Rising von Pierce Brown. Das habe ich vor allem bei Phil gesehen und es wurde mir auch von mehreren anderen Menschen empfohlen. Es geht um einen Arbeiter auf dem Mars, der sein ganzes Leben lang in Minen schuftet und es immer heißt, ja, ja, bald wird alles besser, bald wird alles schön. Und irgendwann findet er raus, dass eigentlich schon alles schön ist und die total ausgebeutet werden. Und das findet er natürlich nicht so toll und da möchte er rebellieren. Ist wohl eine Trilogie und das ist der erste Teil. Sieht relativ dick aus, aber eigentlich, wenn ich mal hier so gucke, die Seiten sind halt krass dick und die Schrift ist auch groß. Also glaube ich, liest sich das doch relativ schnell. Warte, ich habe doch hier gerade was gesehen. Mängelexemplarstempel. Ansonsten tippitoppi ist sogar Hardcover. Ich glaube, das habe ich gar nicht gesehen, als ich das in den Warenkorb gelegt habe. Ja, ist alles tippitoppi. Das war meine Avel-Bestellung. Falls du eins der Bücher oder mehrere schon kennst, sag mir gerne, was du davon hältst. Selbst wenn du sie nicht empfiehlst, jetzt habe ich sie hier und ich werde sie auch alle so schnell es geht lesen. Das ist nämlich mein Motto für 2018, bau den Sub ab. Deswegen wird es vermutlich nicht ganz so viele Unpackings oder so geben 2018. Ich will mich wirklich mal am Riemen reißen. Ansonsten hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat, dass für dich etwas Interessantes dabei war. Und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, hab es fein. Ciao.